Hey ho, zu den vielleicht besten Bundesliga-Tipps auf YouTube. Zumindest am 19. Spieltag waren alle unsere Picks richtig. So kann es doch weitergehen. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und ob es so weitergeht mit unseren erfolgreichen Tipps, das erfahren wir beide wahrscheinlich in den nächsten 15 bis 20 Minuten, denn da werden sie ausgebrütet. Servus, Radek. Servus, Chris. Na? Alles easy? Ja. Letzte Woche mit deinen Double Bets ganz schön ins Schwarze getroffen, also Hut ab dafür. Wir sind beide ganz im Gleichschritt, weil ich am ersten Spieltag noch ein wenig besser war, aber du hast jetzt gut aufgeholt. Und alle unsere Ideen waren ziemlich gut und fast alle auch richtig. Und sogar die abgeschlossenen Wetten in der Gruppe 2xBet voll genagelt. Also, das war schön. Da wünsche ich mir mehr davon an diesem Spieltag. Beginnend mit dem Freitagabendspiel deiner Hannoveraner gegen meine Leipziger. Ja, ganz genau. Und jetzt lache ich mir den Arsch ab, denn Thomas Doll ist wieder zurück. Gar nicht damit gerechnet, dass der nochmal in der Bundesliga trainieren wird. Erfolgreich war in Ungarn, wurde dann entlassen. Jetzt soll er in Hannover das Abstiegsgespenst vertreiben. Und der erste Gegner, der hat es gleich in sich. Leipzig ist gut, auswärts nicht ganz so stark. Die haben unter anderem in Freiburg verloren, sind in der Auswärtstabelle auch nur im Mittelfeld. Und ich glaube, dass der Dolly gleich erfolgreich mit einem Punkt starten wird. Also denke auch, dass die Ausrechnung relativ offensiv sein wird. Also beide Treffen ist für mich eine gute Bet, genauso wie 1x Hannover. Das hast du schon mal gesagt. Wir mussten das Video deswegen abbrechen, weil wir uns hier gerade geprügelt haben. Ich habe hier noch eine Narbe, weil er mich gekratzt hat. Ich kann natürlich gegen so einen Tipp nur sagen, ja, nimm mal die lokalpatriotische Brille ab und schau auf die Kräfteverhältnisse. Aber gut, der Doll-Faktor, vielleicht ist er auch wirklich so ein Zauberer, wie du jetzt denkst, dass er ist. Und ich würde hier trotzdem einfach Volley auf Leipzig tippen. Mhm. Allerdings ist die Quote auf Leipzig natürlich auch natürlich, weil ja jeder weiß, dass Leipzig ja hier natürlich Favorit ist. Ja. Dementsprechend schlecht, aber bei beide Treffen 1,66 ist nicht meine Lieblingswette, aber wenn du das unbedingt willst, dann bin ich halt ausnahmsweise mal diplomatisch, auch wenn ich nichts mehr hasse als Diplomatie. Vielleicht noch leeren Kühlschrank und Warteschlangen. 1x2, egal was man davon setzt, ist zu spekulativ. Man weiß nicht, ob der Doll einschlägt. Hoffenheim, Düsseldorf, ich glaube, da werden wir uns einigen und das Video nicht nochmal von neuem anfangen müssen, oder? Ja, ich bin ja auch ein Hoffenheim-Tipper, muss ich sagen. Letzten Spieltag war das gut. In diesem Spieltag wissen jetzt auch die Buchmacher wieder, dass Hoffenheim hier stärker ist als die zuletzt so starken Düsseldorfer, die 4 Siege in Folge hatten, ehe sie gegen Leipzig verloren haben. Und die Quoten sind deswegen uninteressant in alle Richtungen, dass Hoffenheim hier mit 2 Toren Vorsprung gewinnt. Ja, klar, ist möglich, aber will ich nicht tippen. Und andererseits, beide Punkten, nein, würde mir vielleicht noch gefallen. Beide Punkten im Sinne von schießen Tore. Mhm. Das finde ich auch gut, weil ich glaube auch, dass das eher torlos wird für Düsseldorf. Der Nagelsmann hat ein ganz gutes Interview vor dem Spiel gegeben, das habe ich vorhin gelesen. Er hat gesagt, sie müssen gegen Düsseldorf gewinnen und das hört man ja relativ selten, dass man seinen Konkurrenten da so diffamiert oder wirklich dann selbstbewusst sagt, wir müssen das gewinnen. Das Hinspiel hat Düsseldorf gewonnen übrigens und deshalb gibt es die Revanche im Rückspiel. Handicap minus 1 ist mir zu riskant. 1,5 oder 1,25 ist die Quote. Ja, also beide treffen nicht, beziehungsweise dann sagt man eigentlich, dass Düsseldorf kein Tor schießt. Oder halt 1. Ja, wenn wir uns schon mal hier so schnell einigen können darauf, dass beide treffen, nein. Mhm. Ich bin gespannt. Vielleicht schießt auch Hoffenheim kein Tor. Das wäre dann auch abgedeckt. Ich bin gespannt, ob das in den Top 3 Picks dabei ist. Auf jeden Fall eine sehr gute Quote dafür, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist. Mhm. Über 2. 2,3 war das, glaube ich. Ja, genau. Während es bei Hannover-Leipzig, dass beide Treffen eine 1,66 ist. Ja. Aber man muss schon sagen, allgemein in der Bundesliga sind alle Mannschaften derzeit in Torlaune, zumindest am letzten Spieltag gewesen. Frankfurt-Dortmund, das ist ja eigentlich auch ein Spiel, bei dem man Tore erwarten kann.
Frankfurt, Superoffensive, Dortmund, Tabellenführer. Dafür nur eine 2,15er-Quote. Da müsste man eigentlich auf die Dortmunder gehen, weil die haben bisher auch in der Rückrunde sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Leipzig besiegt mit Effizienz und Hannover besiegt mit Dominanz. Frankfurt wird ein anderes Kaliber vielleicht, vor allem weil die zu Hause spielen. Aber Dortmund prinzipiell die stärkere Mannschaft, vor allem weil Frankfurt gegen Top-Mannschaften immer nicht besonders gut ausgesehen hat in der Saison. Und von daher denke ich hier, Dortmund muss man stark einschätzen. Eine Wette hier zu platzieren, darfst du vielleicht eine Idee abgeben. Ich würde es so handhaben wie beim ersten Spiel in Leipzig und auch wie teilweise in der Rückrunde, wo sie auswärts in Stuttgart gespielt haben, wenn du dich noch erinnern kannst. Teilweise dafür, dass sie Tabellenerster sind und auch die Qualität im Kader haben, absurd hohe Quoten. Und Frankfurt spielt eine sehr, sehr tolle Saison, aber die kommen halt in erster Linie durch den Teamgeist, nicht durch Einzelkönner. Und das brauchst du schon gegen Dortmund. Deshalb sehe ich hier Draw No Bet ganz genau oder so noch auch gut. Die können das noch nicht sehen. Ich habe jetzt hier schon nämlich notiert, Dortmund Asian Handicap minus 0,25. Da haben wir nämlich den Unentschieden-Fall inkludiert. Wenn Dortmund unentschieden spielt, muss man die Hälfte des Geldes an den Buchmacher zahlen. Verliert nur die Hälfte, muss man auch sagen. Und ein Sieg sollte im Bereich des Möglichen sein. Aber wäre natürlich auch schön, wenn Frankfurt da die Überraschung gelingt für alle erfolgshungrigen Bayern-Fans, die hoffen, dass die Bayern das Meisterrennen nochmal spannend machen und nicht Dortmund schon wieder Meister wird nach 2011 und 2012. Das hast du dir gemerkt, dass es so lange schon wieder her ist. Wahnsinn. Was passiert bei Leverkusen gegen Bayern München? Denn wenn Dortmund wirklich gegen Frankfurt patzen sollte, kann das der FC Bayern nutzen? Leverkusen unter Bosch ja jetzt den ersten Sieg eingefahren. 3:0. Es schaut aber besser aus, als es war gegen Wolfsburg. Da waren die Wölfe auch teilweise schon wieder dran. Dann hat ein Tor nicht gegolten. Und naja, dann haben sie halt irgendwie 3:0 gewonnen. Kein Tor kassiert. Das ist untypisch für den Bosch-Fußball. Gegen Bayern sind sie natürlich krasse Außenseiter, aber auch hier würde ich auch fast schon Parallelen zum Hannover-Leipzig-Spiel sehen. Wenn du bei Hannover Value siehst, dann ist doch hier bei Leverkusen auch vielleicht was drin, wenn Leverkusen sich an seine alte Stärke erinnert. Ansonsten muss man hier vielleicht weiterschauen, was es noch für andere Wettmöglichkeiten gibt. Ja, ich finde auch, dass Leverkusen irgendwie Value hat. Ich habe beim letzten Spieltag ja Stuttgart plus 4 Asian Handicap gesetzt, plus 4,25 sogar. Gab auch nur eine 1,3 Quote. Wenn ich mir jetzt hier die 5er-Siegwette anschaue und Leverkusen ist nicht so verkehrt und Bayern ist jetzt nicht so dominant, dann muss doch hier mit einem Handicap auf Leverkusen was möglich sein. Also, aber das macht man nicht. Man setzt nicht gegen Bayern. Genau, deshalb sehe ich hier... Außer wenn wie bei Stuttgart, kann man ein Handicap zeigen. Normalerweise könnte man sagen, beide Punkten, beide Treffen ist ganz sexy mit was anderem zu kombinieren. Aber da hat der Bosch jetzt einmal kein Gegentor bekommen gegen Wolfsburg und einmal keins geschossen gegen Gladbach. Deshalb ist mir Torwetten in dem Spiel zu gefährlich. Man darf auch die Temperaturen nie unterschätzen. Also den Einfluss darauf natürlich. Ja, no bet. No bet, please. Und wir gehen weiter zu Nürnberg gegen Bremen. Finde ich auch schwierig. Du hast ja im Vorfeld zum Video schon gesagt, es ist ein ganz, ganz ekliger Spieltag zum Tippen. Ja, weil es wirklich nicht so wirklich eindeutige Spiele gibt. Und die Nürnberger, ja, sollen die gleich jetzt abmelden und in der zweiten Liga anfangen und dafür den Besten aus der zweiten Liga durch den ersetzt werden? Denn die spielen ja auch im DFB-Pokal jetzt dann gegen Hamburg. Das wäre doch gleich so ein Switch, da einfach Trikots tauschen und woanders auflaufen. Wie soll denn Nürnberg jemals wieder ein Spiel gewinnen? Also wenn sie es gegen Mainz nicht schaffen, wo sie schon eigentlich 2-1 führen, und die Schiedsrichter dann was dagegen haben, also zu Recht vielleicht auch, aber dann reicht es natürlich auch nicht gegen Bremen. Also auch wenn sie zu Hause vielleicht noch mehr Chancen haben als sonst woanders natürlich. Was hier zu tippen wäre, ein glatter Bremen-Sieg, aber vielleicht sind die Bremer auch ein bisschen zu satt und es gibt einen Unentschieden. Haben die nicht sogar in der Hinrunde unentschieden gespielt? Ich glaube, das war eins der dominanten Heimspiele, in dem Bremen kein Tor geschossen hat, wenn ich mich da richtig erinnere. 1-1. Ich finde es zu gefährlich, weil Bremen ist
haushoher Favorit, aber es ist halt Bremen und die sind eher unkonstant, haben auch eine junge Mannschaft und Nürnberg als Fußballfan oder Verfolger der Bundesliga, da weiß man doch auch, Nürnberg wird den einen oder anderen Punkt holen und das ist mir, ich habe hier gar kein Gefühl auf irgendeine Wette. Mhm. Das ist die zweite No-Bet an diesem Spieltag. Aber manchmal ist nicht zu wetten der größere Gewinn als ganz viel zu verlieren. Das stimmt, das ist zum Beispiel die Brille. Das hört sich jetzt vielleicht feige an, aber in Wahrheit ist es einfach oft das Beste. Ehre. Pickt euch die Rosinen raus und dann buttert lieber da drauf, wenn ihr euch sicher seid, eure 2%, eurer Bankroll, meine ich damit. Und Hertha gegen Wolfsburg. Ja, das nächste Spiel, wo ich schon mal beim Namen mir die Füße einschlafen. Ja, also ich merke schon, dass beide Treffen heute auch so ein bisschen unsere Favoritenwette ist. Hertha eigentlich immer getroffen die letzten Spiele, vor allem daheim ging es da hoch her. Auch schon zur Halbzeit viele Tore gefallen. Ich sehe Parallelen zwischen Hertha Schalke. Bei Hertha gegen Wolfsburg würde ich ja beide treffen sagen und kann mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg sich nochmal so desolat wie letzte Woche präsentieren wird. Aber auch Hertha, falls das der Fall sein sollte, ist mir nicht heimstark genug, um das sicher auszunutzen, dass ich sage, ich würde jetzt auf Hertha setzen. Ja, das ist ein klassisches Unentschieden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Hertha zu Hause gar nicht so schlecht, einmal erst verloren, Wolfsburg auswärts nicht so schlecht. Also die werden sich vielleicht auch sogar ein schönes Spiel liefern, gehe aber eher bei solchen Duellen immer von einem langweiligen Kick aus. Die letzten drei Spiele der beiden gegeneinander, auch wenn ich von so Vergangenheitsvergleichen nichts halte, sie gingen unentschieden aus, passt mir jetzt gerade gut in die Argumentation, deswegen... Ich denke, hier fallen nur 2 Tore oder so. Das wäre dann vielleicht interessant, wenn man sagt, under 2,5. Mhm. Aber so richtig Bock habe ich auf dieses Spiel nicht. Und von daher... Ich würde aber mal ein X hinsetzen, oder? Weil das ist ja das, wo man sagt, machen. Da kann man nichts mit falsch machen mit dem Tipp. Ja, natürlich wird keiner darauf setzen wollen, aber ja. Das ist dann die andere Sache. Schalke gegen Gladbach. Das ist doch schon klangvoller vom Namen her. In einem Tippspiel würde ich tatsächlich auf Gladbach gehen. Einfach, weil die bessere Mannschaft haben, einen Lauf haben, auswärts das ein oder andere Spiel gewonnen haben. Und Schalke hat jetzt auch noch einige Verletzte in petto. Vielleicht absichern mit einem Handicap, also 0,5, 0,25 auf Gladbach oder so. Aber Schalke sehe ich hier definitiv nicht vorne. Nee, ich auch nicht. Finde ich auch krass, dass Gladbach, die ja jetzt gerade mal wieder den 8. oder 9. Heimsieg gelandet haben und in der Tabelle Bayernjäger Nummer 1 sind, muss man ja auch so sagen. Und manche reden sogar davon, vielleicht werden sie sogar Meister. Aber ja, dass die jedenfalls bei Schalke, wo ist denn Schalke in der Tabelle 12, da, dass die hier nicht auch Favorit sein sollen. Also da muss man die Dreierquote fast schon Volley mitnehmen. Ja. Ansonsten mit Draw No Bet auf Gladbach ist man doch da eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja. Also hier Asian Handicap 0, wie man es auch bezeichnet. 2,1er Quote, nicht schlecht. Mhm. Und wer Gladbach-Fan ist, kann auch direkt auf Gladbach setzen mit einer Quote von 3,0 oder so. Sehr schön. Genauso spannend ist das Spiel Augsburg gegen Mainz, denn da hat sich auch was auf der Trainerposition getan. Baum ist noch da, aber wir haben einen neuen Co-Trainer, Jens Lehmann. Also ich frage mich, was die in Augsburg da veranstalten, statt dass sie den obviously gescheiterten Cheftrainer entlassen, holen sie noch einen Trainer dazu, der jetzt auch nicht unbedingt den besten Ruf genießt und schon diverse irre Aktionen gebracht hat als Spieler. Ob er vielleicht als Trainer genau der richtige Mann ist, der in so einer Situation dahin muss, ohne jemals ein bisschen Erfahrung gehabt zu haben.
Ja, man weiß es nicht. Vor allem, weil ja, wenn es jetzt wieder nicht läuft in Augsburg, dann ist ja Baum fällig. Und wer wird es dann normalerweise? Der Co-Trainer. Also oder, haben sie ja hier gleich einen Nachfolger geholt. Oder was auch geil wäre, wenn der Effenberg dann der Trainer wird oder so. Aber der Witz ist, du sagst es, Augsburg geht irgendwie all in. Wenn sie jetzt 2-3 Spiele nicht gewinnen, dann müssen sie eigentlich den Trainer wechseln. Und ein neuer Trainer, wenn es nicht Lehmann sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil der hat davor schon offensichtlich nicht gewirkt dann. Ein neuer Trainer wird wahrscheinlich keinen Bock haben, mit Lehmann als Co-Trainer zu arbeiten, weil was hat der denn bitte schon bisher erreicht als Trainer? Auf der anderen Seite, sie haben jetzt Spieler entlassen, also freigestellt, die sich ja auch mal ein bisschen kritischer geäußert haben, so nach dem Motto, wir haben jetzt seit 1,5 Jahren nichts Neues dazugelernt, die Abwärtsspirale ist schon seit 2018, das sind schon geile Statements, der andere feiert da in irgendwelchen Clubs, Kajubi ist es, glaube ich, und jetzt Augsburg geht all in. Wir sind dieses Jahr schon öfter beide mit Augsburg auf die Schnauze gefallen. Genau deshalb gehe ich auf die. Ja, da hast du ja viel interessante Sachen gesagt. Ich finde ja auch Hinteregger heißt er, glaube ich, der Martin. Ist ja echt ein cooler Typ, der gern die Wahrheit sagt oder beliebt ist, weil er eben nicht so ein weichgespielter Profi ist. Und dann will der den Rauswurf vom Baum provozieren. Und was passiert? Lehmann. Dann schmeißen sie ihn raus. Also aber echt unglücklich gelaufen. Das war der auch Leipzig nicht mag, oder? Ja, kann schon sein. Ja, diverse Statements abgegeben. Ja, oder aber Red Bull generell. Kein falscher Typ, aber man lästert natürlich nicht so über den Trainer. Aber was hat er denn gesagt, dass ihm nichts Positives einfällt? Soll er auch nicht lügen. Bist du dabei bei Draw No Bet Augsburg oder so? Man darf nicht vergessen, dass Mainz definitiv nicht gegen schwache Nürnberger geglänzt hat. Im Gegenteil, die waren sogar 1-2 hinten, bis der Videoschiedsrichter bessere Ideen hatte. Ich glaube, so wie in Augsburg die Situation ist, wird das Team doch einfach ein Zeichen setzen und erst recht gegen den Trainer spielen, auch wenn wir uns da mal drüber unterhalten haben, dass Peter Neururer mal gesagt hat, es kann gar nicht sein, dass eine Mannschaft gegen den Trainer spielt. Aber es werden wir sehen, wird ein interessantes Spiel. Aber also von Augsburg ist nur meine Devise Finger weg. Aber vielleicht fallen ein paar Tore, aber da gibt es dann wieder keine Quote, oder? 1,9, sagen wir doch, dass da viele Tore fallen, oder? Ja, wenn Augsburg gewinnt, dann wahrscheinlich nicht durch ein 1-0, sondern durch ein 4-3. Das ist super wahrscheinlich. Die Mainzer haben sie in letzter Zeit doch durchaus torfreudig gezeigt. Stimmt. 3-1 in Stuttgart, wenn ich es richtig im Kopf habe. 3-2 und 2-1 gegen Nürnberg zu Hause. Und wer gegen Nürnberg Tore frisst, wird auch in Augsburg Tore fressen. Selbst wenn Augsburg ja wirklich unter ferner Liefen war in letzter Zeit. Aber dann habe ich jetzt hier mal Over mit einer 1,9er Quote. Gefällt mir das eigentlich hier noch eigentlich am besten. Ich kann leider nicht auf Augsburg tippen. Kann ich einfach nicht. Genauso wie andere Suhländer nicht rechts drehen oder links drehen kann. Genau, kann ich einfach nicht auf Augsburg. Naja, ich habe schon oft auf Augsburg getippt, aber eben weil ich das schon deswegen ein gebranntes Kind bin, kann ich es nicht. Und bei Stuttgart-Freiburg, da könnte ich so einiges, aber was kannst du da? Auf den Heimsieg gehen. Ohne weitere Worte. Ja, ist natürlich auch ein Unentschieden, muss man sagen. Also die Freiburger werden sich jetzt nach so vielen Spielen, waren sie jetzt auch nicht, aber 2 Niederlagen in der Rückrunde, nicht in Stuttgart kampflos ergeben. Das ist ja ein Derby und ich glaube, ich erinnere mich, dass ich in der Vorrunde bei dem Spiel gesagt habe, da fallen wenig Tore und dann hat jemand kommentiert und gemeint, da fallen immer viele Tore und in diesem Spiel sind dann auch 6 Tore gefallen beim 3-3, gab eine rote Karte für die Freiburger und von daher ist hier eine Torwette natürlich auch interessant, wenn man weiß, dass da immer Tore fallen, dann sollte man hier auch auf Over 2,5 setzen. Am letzten Spieltag habe ich ja 2 Under irgendwas wetten gehabt und waren falsch. Jetzt setze ich mal Over, dann wird das wahrscheinlich auch falsch sein. Aber gut, da sind jetzt ein paar Ideen dabei. Es ist ein sehr, sehr kniffliger Spieltag. Ja. Deswegen hier, man sieht es an unseren teilweise sehr unterschiedlichen Meinungen, die dann zu No-Bets führen oder zu Kompromissen, mit denen keiner so richtig glücklich ist. Aber wir werden uns mal jetzt kurz zurückziehen und uns Gedanken machen, was wir denn jetzt als unsere Top 3 Picks abgeben werden. Ich hab's! Und du? Auch. Okay, dann sag mal an deinen ersten Tipp. Mein erster Tipp führt uns nach Frankfurt, weil ich sage BVB minus 0,25 Asian Handicap für eine Quote von 1,95. Das ist eine
9-2 gewesen. Also, da will er sich was hinzuschummeln. Ich kann es dir nochmal zeigen. Ja, wenn wir die Quote nehmen, hast du ja recht. Aber ja, was ist dein erster Tipp? Mein erster Tipp führt uns nach Stuttgart, beziehungsweise wir bleiben da, weil das ja das letzte Spiel war. Und wenn da immer viele Tore fallen, dann hoffe ich, dass das jetzt auch am Sonntag der Fall ist. Zumindest mehr als 2,5, denn ich tippe darauf, dass hier über 2,5 Tore fallen. Bei einer Quote von 1,9 kann man da normalerweise nichts falsch machen. Aber gut, das ist eigentlich immer beim Wetten, gell? Ja, das ist Standardspruch. Es war eine gute Wette. Ja, mal. Das deine Nummer wird sich zwei. Zeigen. Genau, hier habe ich ja schon gesagt, dass Gladbach mit einer Dreierquote ziemlich hoch ist. Und daher gehe ich hier einfach auf das Gladbacher Asian Handicap 0. Und das heißt, wenn es unentschieden ausgeht, kriegt man das Geld zurück. Direkte Gladbacher Siegquote mit 3,0. Vielleicht sogar auch interessant, aber ich hatte letzten Spieltag schon Erfolg mit Gladbach. Warum denn nicht nochmal? Das ist eine Big Balls-Wette, da hoffe ich, dass du die gewinnst. Meine zweite ist Hertha gegen Wolfsburg, beide treffen. Und wenn da noch Platz ist, würde ich das sogar kombinieren. Mit VfB über 1,5 Tore. Also das Spiel Stuttgart gegen Freiburg over 1,5. Da komme ich nämlich auf eine Quote von 2,17. Ja, das hat jetzt hier leider keinen Platz mehr. Wir wissen ja, was du gemeint hast. Ja, genau. Und von daher wird das dann schon beim nächsten Mal klar ersichtlich sein. Im besten Fall ist es einfach beides falsch und dann müssen wir uns da keine Gedanken zur Auswertung machen. So sieht's aus. Hast du dann vielleicht noch einen dritten Tipp? Falsch. Der dritte Tipp ist auch eine Kombination und zwar aus dem Sieg von Hoffenheim und Augsburg 1x. Da komme ich zusammen auf eine 1,93 und damit kann ich leben. Alles klar, Hoffe und Augsburg. Mach mal FCA, was? FCA 1x. Und genau. Deine Quote, die rechnen wir dann nochmal in Ruhe nach, weil hier sind ja auch andere Angaben. Nein, 1,34. Achso, hast du so gesagt? Ja, genau. Und dann 1,44 mal 1,34 ist 1,93. Habe ich jetzt auch so spontan den Kopf überschlagen raus. Und meine letzte Wette ist komischerweise auch Hoffenheim. Und da mache ich es doch jetzt mal, weil du gesagt hast, die eine ist eine Big Balls-Wette. Das gleiche jetzt wieder mit einer Mini-Klöten-Wette aus. Hoffenheim, Heimsiegquote 1,44. Ich muss da am Mikrofon vorbeischauen, deswegen hier der verrenkte Hals. Das sind unsere Top-Picks an diesem Spieltag. Weil es wirklich schwierig ist, haben wir hier jetzt mal ein bisschen versucht, vernünftig zu sein. Vielleicht ja, punktet Düsseldorf ja auch in Hoffenheim, dann war die Vernunft der falsche Ratgeber. Aber gut, man wird es erst immer nachher sehen. Von daher danke fürs Zuschauen und viel Glück und bitte einen Daumen hoch und Abo und tschüss. Radic is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.